Huch. Der gute Scott wieder. Ein kleines Baby. War lustig, dass die Hintertüren in den USA immer offen sind. Immer. Grundsätzlich immer. Die Fronttüren aber abgeschlossen. Jemand da? Mrs. Bowles. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Mrs. Bowles, Mrs. Bowles, sind Sie da? Mrs. Bowles! Mrs. Bowles, hören Sie mich! Aufwachen! Aufwachen! Ich rufe den Notarzt. Nein, ich will nicht ins Krankenhaus, bitte. Okay. Haben Sie was zum Verbinden da? Ja, ich glaube schon. Okay, nicht bewegen. Bin sofort da. Mal sehen. Ich brauche das und das und das. Ich bin da, Susan. Alles wird gut. Ich passe auf Sie auf. Bleiben Sie wach, Susan. Susan, hören Sie mich? Susan, bleiben Sie wach? Können Sie mich hören? Wach bleiben. Das ist auch eine beschissene Situation. Mehr kann ich nicht tun. Das sollte reichen. Zum Glück sind die Wunden nicht tief. Hey, wie geht es Ihnen? Okay. Mein Baby braucht mich. Gut. Sie bleiben da. Ich schaue nach dem Baby. Okay? Kennen Sie das? Mit dem Baby? Ich bin Detektiv. Ich kann alles. Er ist so eine gute Seele. Es ist, er ist... Sie heißt Emily. Okay. So ein lieber, lieber Charakter, wirklich. Ja. Mit den blutigen Händen sollten wir vielleicht nicht zum Baby, das ist wohl wahr. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, an die blutigen Hände.
Wahrscheinlich möchtest du Fläschchen. Hallo, Emily. So, was haben wir denn für ein Problem, hm? Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Okay. Wie ging das nochmal? Schön. Viereck auch noch. Na bitte, alles wieder frisch. Das ist besser. Stimmt's, Emily? Hey, was ist los? Wir hatten das doch im Griff. Ich mach das Ding mal lieber warm. Ja, der Superdetektiv. Oh, Emily, hast du Hunger? Hm? Warte, ich halte das Fläschchen ein bisschen schräger. Dann kannst du trinken. Okay. Und es ist übrigens tatsächlich so, dass jeder der Charaktere sterben kann. Das ist genauso wie bei Detroit Become Human und bei anderen Spielen, unter anderem Until Dawn. Und so weiter und so fort. Ah, oh, sehr gut, Emily. Hm? Geht's dir jetzt gut, ja? Ja? So. Ich werde dich jetzt ein bisschen hin und her wiegen und du kannst ein schönes Nickerchen machen, okay? Okay. Jo, hoppala. Ja, kann ich noch gar nicht wirklich sagen. Wahrscheinlich so bis ungefähr 0 Uhr. Schätze ich mal so um den Dreh. Bis ich halt sage, ich habe erstmal genug von dem Spiel. Ich bin sogar fast am Überlegen, ja, morgen Abend dann nochmal direkt einen Stream mit reinzumachen. Ja, sehr schön. Weil morgen Abend würde ich das Spiel dann gerne weiterspielen, weil das ist einfach, es ist sehr cool erzählt. Na, hallo? Ich würde gerne dahin gehen. Danke für die Hilfe mit dem Baby. Ich wollte sie nicht verlassen. Ich konnte einfach nicht mehr. Nur ohne Jeremy hier. Er war so ein guter Junge. Ich verstehe nicht, wie man dem wehtun konnte. Kümmern Sie sich denn ganz allein um das Kind? Lebt Jeremys Vater nicht mehr bei Ihnen? Er verschwand. Einen Tag nach Jeremy. Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Vielleicht hat er es nicht verkraftet. Seitdem kümmere ich mich alleine um Emily. Ich konnte es nicht mehr. Verstehe.
Hat Ihr Mann noch etwas gesagt, bevor er ging? Hat er eine Nachricht hinterlassen? Nein. Er sagte kein Wort, als er ging. Da war dieses Handy. Ein Handy? Ja, ich fand ein Handy in seiner Kommode. Es war sicher nicht seins. Ich hab's nie vorher gesehen. Ich wollte es einschalten, aber es ging nicht. Haben Sie es noch? Es ist in der Schublade. Im Wohnzimmer. Sie können es haben, wenn Sie wollen. Sie können sicher mehr damit anfangen als ich. Haben Sie Familie oder jemand, der Ihnen hilft? Ja. Meine Mutter. Ich wollte sie um nichts mehr bitten. Wir kommen nicht gut klar. Aber ich habe wohl keine Wahl. Passen Sie auf sich auf. Und auf Emily. Mache ich. Versprochen. Also, wie schaut das bei euch aus, ihr Lieben? Habt ihr eventuell morgen Lust, nochmal beim Stream zuzuschauen? Ich würde so wahrscheinlich 18:30, 19 Uhr morgen wieder anfangen. Ja, sehr schön. Viel Glück, Emily. Pass auf deine Mama auf. Sehr schön. Ihr werdet sehen, dass das Spiel euch wirklich, ja, sehr mitnehmen wird. Weil es ist auch, einerseits ist es wirklich schwer, alle Charaktere überleben zu lassen. Vor allem mit dieser Steuerung. Ah! Entschuldigung. Oh, das ist natürlich nicht schön. Dann mal gute Besserung. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes, Dino. Möchte ich hoffen, dass es nichts Ernstes ist.